Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Days Gone. Ja, wir hatten ja gesagt, nachts einmal los eiern Richtung Crazy Willys, totes Gebiet am Aufräumen. Dann würde ich gerne einmal so rumfahren. Was ist da denn? Ich erinnere mich, das können wir auch machen. Ich würde dann ganz gerne von hier aus darüber zur Kopfgeldmission. Ja, das ist dann so der Plan für diese Folge. Also mindestens beim Crazy Willys ankommen und dort dann halt auch aufräumen. Munition hatten wir uns, glaube ich, besorgt, soweit ich mich erinnere. Hier geht's runter, gut. Und hier haben wir leider keine Jobs für uns. Hey. Hey. So, wir sind on the road again. Huch, ah. Hat schon mal gut angefangen. Okay, wir sind aber noch bei 100%. Okay, die schießen jetzt gerade auf Zombies. Was nicht so gut für uns ist. Genau deswegen. So. Durch den dunklen Tunnel. Kann lustig werden. Gut. 170 Meter, das ist noch zu weit weg. Jetzt lassen wir uns rollen. Moment mal, Esther hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Ach. Diesmal sind wir aber auch ein bisschen besser ausgestattet als letztes Mal. Glaube ich. Okay. Na, also. Oh. Hingefallen. Da ist noch einer. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay. Okay, der ist hinüber. Noch mehr Beute. Der hat mich gerade ein bisschen sehr nervös gemacht. So, jetzt Feierabend.
Okay. Schießt hier gerade jemand? Schießt denn da? Warum schießen die da hinten? Mal gucken, wie viele das noch sind. Da können wir rein theoretisch. Unser Kerosin, verdammt. Rennen! Schieß! Kein sehr guter Plan. Meine Güte. So, haben wir dafür noch... Okay, Bolzen können wir uns da machen. Weniger. Ein Nest. Wirst du gleich um die Ecke sein. Okay. Langsam wird das was mit dem Schießen. Da gewöhnt sich so ein bisschen dran. Kantholz brauche ich jetzt gerade nicht. Da komme ich auch nicht ran. Was ich aber machen kann, ist eben das Ding hier benutzen. Dann einen wiederherstellen. Wie sich gehört. Gut, dann haben wir das auch. Wir haben jetzt trotzdem noch irgendwas, um das Ding jetzt da aufzusprengen. Beziehungsweise zu verbrennen. Dafür brauchen wir jede Menge Kerosin. Okay, da vorne ist noch Kollege Schnürschuh. Dann sind auch noch welche. Hier haben wir zum Beispiel mal ein bisschen Zedernholz.
Das ist schon mal etwas. Muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Würde ich ganz riechen. Ja, wow. Ich weiß auch, wo das Nest ist. Mir bringt hier nichts, wenn wir es nicht ausräuchern können. Echt jetzt? Ja, wie schießt du, glaube ich, dann mittlerweile schon ganz gut. Oh, diese Soundkulisse. Da ist noch einer, da ist einer. Kann es sein, dass die immer wieder neu spawnen? Okay, das hat nicht viel gebracht. Okay, das ist schon besser. Weg. Das ist schon wieder zwei weniger. So, der Kollege. Da hat noch eine Freundin dabei. Das ist nicht so gut. Da ist noch einer. Da drüben. Das ist ganz und gar nicht gut. Wo kommen die alle her? Weg. Ich will nicht einfach so von der Seite überrascht werden. Deswegen, sorry, wenn ich gerade ein bisschen pussyhaft spiele, aber... nee, das ist nicht für mich. Siehst du, da kommt schon der nächste Kollege. Oh, hast du was gehört? Das ist sehr gut. Ich habe deinen Untergang gehört. So. Wir sind ja noch mehr. Ja, lass mal noch zehn Ball. Zeit für ein Feuerchen. Noch eins, ja. Zeit für ein Lagerfeuer. Ja, komm her. Ja, komm. Wir gehen mal ein bisschen schnell an die Seite. Schätzelein. Was? Oh. Schnucki. Finde ich nicht so nett. So, hier haben wir das geile Kantholz. Okay. Das Kantholz, können wir den nochmal machen? Gibt's doch nicht.
Die rennen hier rum. Ja, komm. Komm. Ja, komm. Probieren wir die mal aus. Okay, der ist irgendwie so ein Elektrozeichen im Kopf. Molotow konnten wir herstellen. Das ist schon mal etwas. Ah, okay. Ah. Okay. Ist doch schon mal gut. Au. Dreckkack. Okay, es wird auch gerade hell. Es ist sehr schön. Die Sonne kommt raus. Puh, wir haben ja schon mal gut was weggeräumt, glaube ich. Hoffe ich. Stuhlbein. Ja, es ist sehr schön. Kerosin-Bierflasche. Genau das, was der Arzt empfohlen hat. Ich dachte, wir hätten keine mehr drin. Wir müssen ausprobieren. Okay, jetzt brauchen wir den auch nicht mehr. So, und dann nehmen wir das Kantholz. Und weiter geht's. So, die Dame hat, glaube ich, genug gegessen. Die braucht nichts mehr. Hier sind noch zwei Tote. Da. So, komm her. Schnell
infiziert. Für dich. Auch schnell und einfach. Wäre für ein bisschen komplizierter. Ja, gut. Hier wieder ein bisschen Kerosin. Lappen. Da können wir uns jetzt wieder ein paar Mollys machen. Das ist sehr schön. Na kommt. Und tschüss. Du auch. Schnauze voll. Das kokelt hier noch. Tschüss. Die haben halt auch die Schnauze voll gehabt. Kann ich verstehen. Was haben wir hier? Ein Zünderli. Aber sonst nichts. Die kommen immer wieder anscheinend. Was ja auch nicht das Schlechteste ist. Gibt zumindest ein paar mehr Punkte. Aber irgendwann muss auch mal gut sein. Gehen wir von aus. Brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Oh. Rache. Ah, hier ist der Kerosin. Davon können wir ihn wieder benutzen. Das ist gut, 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 das Ding brennt. Die Hälfte haben wir schon mal geschafft. Haben wir Max. Munition. Siehst du, das will ich doch. Die haben es sehr gut mit uns gemeint mit der Munition. Ich will ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. So. Noch mehr Munition.
Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Fläschchen. Munition. Da kommen wir nicht rein. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das letzte Nest kaputt. Ausdauer, guck dir. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das da? Weg. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Ja, würde ich ja gerne. Okay, das ist die Alarmanlage. Wir müssen uns beeilen. Oh, verdammte Scheiße. Halt die Schnauze! Sind hinüber. Das ist schon mal sehr gut. Da haben wir wieder ein paar Nägel. Können wir hier so eine Nagelwaffe machen, das ist auch nicht schlecht. Hier wird wahrscheinlich wieder ein bisschen Schrott drin sein. Gehe ich mal von aus. Ne, jetzt ist ein Schalldämpfer drin. Genau, jetzt wo wir den nicht mehr brauchen, ist ein Schalldämpfer drin. Das freut mich doch sehr. Da ist ein Verband. Finde ich auch sehr schön. Kriegen wir nur das Zeug, was wir sowieso schon haben. Und nicht mehr brauchen. Oh, ein Baseballschläger, die nehmen wir. So. Wie gesagt, dann machen wir uns hier ein Nagelding draus. Gut. Hier ist alles erledigt. Kerosin, sehr schön. Was haben wir hier? Hundskamille. Ah. Oh. Ein Molly, das reicht. Frühstück. Oh. Kommt der gute alte Basie. So. 50% Freak-Kalester-Infizierung beseitigen, die Straßen sicher machen. Geschafft, Gottverdammte Freaks. Die Durchfahrt müsste jetzt sicherer sein. Oh, das war der Cocktail. Dann haben wir den Verband. Können wir es auch irgendwie weglegen? Was ist das? Das ist ja die Taschenlampe. Was ist das? Sterilisierungsmittel. Sehr schön. Können wir uns wieder einen kleinen Verband zaubern. Hier haben sie genestert. Was haben wir hier drin? Aus ein Gesundheitscocktail. Ah. Ansonsten ist hier nichts. Schade eigentlich. Gewehr im Anschlag. Kontrollieren wir mal kurz die Straße.
Hier sind ja auch noch ein paar Autos. Okay, scheint alles schon durchsucht worden zu sein. Hier den Kopfwagen können wir noch. Munition. Die hätten wir gern gesehen. Was haben wir hier? Vor allem Frontier Motel Safe Kondition. Okay. Die sollte doch irgendwo aufzutreiben sein. Der ist hier. Siehst du, sag ich doch. Das kriegen wir wohin. Weiß nicht, ob wir das gebrauchen können, was da in dem Safe drin ist. Ein Traktor. Wow. Ich bin begeistert über diesen Loot. Okay. Voll aus dem Häuschen. Nicht ins Häuschen. Aus dem Häuschen. So. Hier oben auf dem Dach, wie Tippi. Okay, da kommen wir nicht rein. Schade, wäre witzig geworden. Gut. Haben wir Pech. Und die Autos hier sind noch nicht durchsucht. Der ja, der hier nicht. Maximal Munition. Sehr schön. Wenn wir Maximal Munition haben, dann ist ja alles prima. Schrott nehmen wir gerne. 3 Schrott. Sehr schön. Ich glaube, dann sollte ich so langsam das Motorrad herholen. Und ich sollte auch so langsam die Folge beenden. Wisst ihr was? Wir gucken noch eben kurz dieses Auto, rennen zurück und das Motorrad. Und dann starten wir die nächste Folge. Hier. Klingt gut? Klingt gut. Also ihr werdet jetzt die restliche Folge sehen, wie ich Motorrad hole und da wieder zurückfahre, wo ich gerade herkomme. Oh, da vorne ist ein Kreuz. Auf der Karte. Haben wir den Zombie nicht mitgenommen? Gut, ein Ohr. Das nehmen wir mit. Ausdauer verbraucht. Ja, wie könnte das nur passieren? Zappalut nochmal. Speed Limit 25. Muss nicht aber gut sein. So, ja, würde ich sagen, war es das für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.